der Martin-Luther-Gemeinde, Gemeindekirchenälteste. Weihnachten bedeutet für mich, ja, eigentlich, wenn es im Dunkeln ein Licht gibt, wenn es plötzlich hell wird, wenn der Stern leuchtet, wenn die Augen glänzen und wenn wir uns alle wahnsinnig freuen, dass so ein Wunder passiert. Mein Name ist Stefan Hoffmann, ich wohne hier in der Kirchengemeinde Nordend, bin hier ehrenamtlich aktiv und bin auch im Gemeindekirchenrat als Vorsitzender aktiv. Weihnachten ist für mich der Ursprung unseres christlichen Glaubens. Das Jesuskind in der Krippe ist der Beginn dieser großen Geschichte der christlichen Kirche, aber auch die Fortsetzung von einer langen religiösen Geschichte Gottes. Ich bin Tom Sommermann aus der Kirchengemeinde Alt-Pankow und bin hier seit 5 Jahren im Gemeindekirchenrat. Weihnachten fängt für mich an am 24. Dezember, wenn wir früh den Weihnachtsbaum aufstellen, die Kinder, die Kerzen und den Weihnachtsschmuck herausbringen. So richtig Weihnachten wird es für mich, wenn wir gemeinsam in die Kirche gehen, jeder herausgeputzt. Für Ludwig haben wir einen kleinen Anzug gekauft und dann gemeinsam Oder Fröhliches singen, Stille Nacht singen. Und dann gemeinsam hinaus in die Dunkelheit gehen und sich auf den Weihnachtsbaum und die Geschenke freuen. Ich bin Christine Kübler. Ich bin Gemeindemitglied hier in der Friedenskirche Niederschönhausen. Worauf freust du dich dieses Jahr? Auf das, was zugelassen wird. Was uns Corona... Was uns Corona machen lässt. Ich freue mich wie immer, dass ich zu meinen Eltern fahre, zu meiner Familie fahre, unter anderem auch meine Schwiegermutter sehe und die Freunde, die ich dort dann treffe. Also natürlich nicht in der großen Corona-Routine. Ich bin Judith und Konfi in der Rosenthal-Gemeinde. Weihnachten beginnt für mich, wenn man zusammen mit der Familie sich die Geschichte von Jesu Christi erzählt. Und worauf freust du dich in diesem Jahr besonders? Auf die Zeit, wenn man zusammensitzt zu Hause, weil man nicht rausgehen kann und eine schöne Zeit verbringt. Was hältst du da in den Händen? Ich halte einen Hirten mit den Schafen von der Krippe in der Hand. Mein Name ist Jürgen Hahn, gehöre der Hoffnungskirchengemeinde seit vielen Jahren an, war hier auch im Gemeindekirchenrat tätig und gehöre jetzt zu den Senioren. Weihnachten fängt für mich eigentlich mit dem ersten Advent an. Da haben wir hier in der Gemeinde immer schon viele Vorbereitungen getroffen, schöne Veranstaltungen gemacht, auch Musikdarbietungen gehabt. Und dann natürlich das Fest selber, am 24. Heiligabend, erster und zweiter Feiertag, besinnliche und friedliche Tage in der Familie. Ich wünsche Ihnen allen ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest.